Der spricht mich nach? Alter, das ist das beste Spiel aller Zeiten! Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu mittlerweile schon zweiten Episode von Mobile Mondays mit Luca! Wie es bereits beim ersten Video von Mobile Mondays mit Luca der Fall war, ist auch dieses heutige Video wieder freundlich unterstützt worden von der Google Play Play-On-Kampagne und ich finde, da können wir auch mal wirklich kurz klatschen. Ehre. Ich habe mir heute am Montag selbstverständlich wieder meine Mobile Mondays Gaming-Brille angezogen und zudem auch ein mega cooles Spiel rausgesucht, das wir auf dem Google Pixel zocken werden. Und zwar das hier. Das Ding sieht aus wie ein Scheißhaufen, ist aber ein Alien. Aha. Und dieses Alien trägt den Namen Pooh. Und um Pooh müssen wir uns kümmern, wir müssen uns um ihn pflegen, wir müssen ihn füttern und so weiter und so fort. Also es ist wirklich wie so eine Art Tamagotchi. Dafür haben wir oben auch verschiedene Anzeigen und das ist eine ziemlich nicht so gute Anzeige. Keine Ahnung, warum die dritte Anzeige da oben nicht komplett im grünen Bereich ist. Allerdings blinkt hier unten die Seife. Das heißt, ich klicke jetzt mal auf die Seife, beziehungsweise ich nehme die Seife und... Oh! Aha, Leistung entsperrt, wasche ihn das erste Mal. Das Achievement habe ich jetzt in meinem Leben noch nicht bekommen. Dusche die Seife von Pooh ab, dann schaue nach den Spielen im Spielezimmer. Okay, also wir nehmen jetzt die Dusche und... Nee, das ist ein bisschen wie die Nintendogs, ne? Da. So, er ist... Hallo? Hallo, so. Er ist sauber. Aber das da oben ist immer noch im gelben Bereich. Und irgendwie wackeln seine Augen auch ziemlich krass. Aber gut, okay. Ich würde sagen, wir wechseln mal den Raum und gehen rüber ins Labor. Was ist denn das? Das ist ein... Wie, was? Kann er reden? Willst du das nicht? Wie geht's dir denn? Ja, so würde es mir auch gehen, wenn ich mich sehen würde. Also den Gesundheitstrank will er anscheinend nicht haben, aber macht auch keinen Sinn, weil oben die Gesundheitsanzeige grün ist. Das hier ist das Spielezimmer. Da wurde uns nahegelegt, dass wir hier mal hingehen. Nehme ich mal den Ball. Ich glaube, der ist ziemlich geil auf den Ball. Aber gut, okay, nehmen wir den Ball und schmeißen ihn einfach mal hier hin. Der Ball liegt jetzt da rechts beim Shop. Was soll ich mit dem Ball machen? 2000 Jahre später. Ja, packen wir den Ball mal zurück, klicken mal auf Spiele und wir... Lol, heilige Mutter Gottes, sind das viele Spiele. Ich würde sagen, wir fangen mal oben an mit Skyjump. Wie hoch kann Pooh kommen? Versuche auf viele Plattformen zu kommen, ohne zu fallen. Okay, spielen. Es ist so ein bisschen so wie Doodlejump, dementsprechend. Wir springen einfach mal hoch. Und... Willkommen bei Mobile Mondays mit Luca, eure Serie mit dem beschissensten Gamer der Welt. Hey, als wenn ich jetzt direkt verkackt habe. Das ist doch, kann doch nicht sein hier. Willst du mich verarschen, Alter? Bin ich einfach zu blöd oder ist dieses Spiel wirklich nicht so einfach, wie es aussieht? Also gut, okay, ich springe jetzt mal hier an der Seite so ein bisschen, hier vorne rum, hier vorne drauf, hier, nun auf den hier, die Münze mitnehmen, hier, die mitnehmen, hier vorne, hier lang, hier lang. 3 Wochen später. Meine Herren, Gesangsverein, Alter, ich war ja richtig krass. Okay, erreiche 250 Meter in Skyjump, das habe ich auf jeden Fall krank hingekriegt. 100 Meter habe ich auch hingekriegt, 50 auch, bla 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 bla. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück zu den Spielen. Was ist der Unterschied zwischen Skyjump und Skyhop? Ist aber auch egal. Wir haben auf jeden Fall nun das erste Spiel gespielt namens Skyjump. Das heißt, das Spielezimmer haben wir erfolgreich, genau. Von daher klicke ich jetzt oben mal wieder auf den rechten Pfeil und wir sind im Schlafzimmer. Ich kann die Lampe ausmachen. Und geht jetzt das da oben rechts nach oben oder bin ich blind? Ich würde sagen, wir machen die Lampe mal wieder an. Auf jeden Fall ist das dritte Symbol nun voll grün. Also das war anscheinend das Spielesymbol von Pooh. Also wenn dem langweilig ist, ist das dann anscheinend dann... Im Schlafzimmer hier können wir uns auf jeden Fall auch nochmal den Schrank angucken. Wir haben hier Körperfarbe. Wir haben nur braun. Können uns aber auch noch... andere Farben kaufen. Dieser Gegenstand ist gesperrt. Du kannst entweder warten, bis du es freischalten kannst, oder jetzt schalte es für 1900... Naja, safe. Ein paar Sekunden später. Das sieht tatsächlich gar nicht mal so gut aus. Ich würde sagen, wir ändern Pooh wieder in braun. Das sah auf jeden Fall besser aus. Dann haben wir hier noch Outfits. Da können wir uns auch Sachen kaufen. Wir können unserem
Alien, aka Kackhaufen, eine Polizeiuniform anziehen, die wir erst ab Level 70 erreichen. Okay, da muss ich wohl ein bisschen mehr noch zocken. Allerdings würde ich sagen, verlassen wir dann an der Stelle jetzt auch nochmal das Schlafzimmer und gehen mal in die Halle. Da unten ist Mikro. Hallo? Hallo? Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der spricht mich nach? Der spricht mich nach? Alter, das ist das beste Spiel aller Zeiten! Luca-shop.de. Luca-shop.de. That's my Kackhaufen. That's my Kackhaufen. Halt die Fresse, du Lappen. Ich würde sagen, ich mache das Mikro jetzt mal aus und wir können unten links auf draußen klicken. Dann befinden wir uns hier im Garten. Keine Ahnung, was wir hier machen können. Ich klicke mal auf die Wolke. Ach so, ich kann die Wolke. Ah! Ich kann die Wolke hier. Gieße die Blumen. Wir haben hier unten links auf jeden Fall auch noch ein Handy. Da können wir unsere Leistung angucken. Unsere Freunde, haben wir Freunde? Loading, gebe deine E-Mail-Adresse ein. Die bringt dir auch nichts. Da habe ich auch keine Freunde. Wir haben noch ein Gästebuch, unseren Account etc. pp. Also im Garten können wir, glaube ich, nicht so viel machen. Gehen wir mal weiter. Das ist der Spielplatz. Ich kann Fußball spielen? Also es ist anscheinend nicht so, dass man sich wirklich die ganzen Sachen irgendwie kaufen muss, das Geld oder so. Sondern man kann es auch alles mit Spielen in dieser App tatsächlich bekommen. Also, gibt ja auch tatsächlich einige Apps, wo man schon sehr krass in die In-App-Käufe-Schiene reingerät. Allerdings ist es hier anscheinend wirklich so, dass man die ganze Zeit sich irgendwie Geld holen kann. Also diese Ingame-Währung, diese Münzen, um sich damit halt irgendwie seinen Pool irgendwie cooler aussehen zu lassen, eine neue Hautfarbe zu kaufen, eine neue Polizeiuniform ab Level 70. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Ich klicke jetzt allerdings mal oben rechts auf den Pfeil drauf und das ist unsere Karre. Das ist unser Skateboard. Gehen wir allerdings mal wieder ein Stückchen weiter. Das ist unser Haus. Da klicke ich jetzt einfach mal auf Eintreten und dann sind wir wieder drin. Das ist die Küche und Pu hat Hunger. Esse das Essen. Alles klar. Also ich habe gerade zum ersten Mal was gegessen. Hier unten steht, Pu ist dreckig. Gehe ins Badezimmer und putze es mit Wasser und Seife. Okay, also Pu ist tatsächlich schon wieder dreckig. Ich habe den eigentlich gerade erst gewischt. Beziehungsweise, was heißt gewischt? Ich habe den gerade erst gewaschen. Das heißt, hier jetzt schon mit der Dusche drüber. Und tada. Das war's doch. Der ist doch nicht mal dreckig. Also ich würde sagen, wir gehen zurück in die Küche und geben Pu noch ein paar Pommes. Genau, hier, komm, gönn dir noch mal ein paar mehr Pommes. Gönn dir noch ein paar Kirschen. Genau, perfekt. Hier auch noch mal ein paar Kirschen. Gib ihm hier noch mal Kirschen. Hier noch mal auch ein paar Kirschen. Und tada. Und die Augen haben sich verändert. Lol. Wiener. Ah, der war die ganze Zeit anscheinend wirklich ziemlich hungrig. Und hat deswegen so große Augen gemacht. Und hat deswegen auch so gezittert. Ist natürlich stark, dass mir die ganze Kacke erst jetzt am Ende des Videos hier aufgefallen ist. Im Badezimmer haben wir ihn auf jeden Fall gewaschen. Im Labor Gesundheitsvilla genau auch nicht haben. Hier oben rechts ist er auf jeden Fall nicht so gut mit dabei. Ich habe da jetzt mal drauf geklickt. Energie ist ja bei 63%. Das heißt, ich glaube, Pu muss wirklich schlafen. Und während er schläft, lädt er dann seine Energie auf. Oder bin ich falsch darüber informiert? 12 seconds later. Wir können uns einen Energietrank kaufen. Trinkst du den mal? Und jetzt haben wir alles! Geil! Ey, ich dachte wirklich, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, und das soll überhaupt kein Disrespect sein an den Spieleentwickler oder keine Ahnung an wen, aber ich dachte wirklich, das wäre ein Stück Kacke. Dieses Ding. Aber es ist anscheinend ein Tamagotchi und man kann sich richtig um das Ding kümmern. Man kann dem Essen geben, Trinken geben, etc. pp. Man kann mit dem Spiele spielen. Das finde ich halt auch krass. Ich meine, wenn wir hier mal ins Spielezimmer schauen bei den Spielen, was ist hier alles für eine Auswahl gibt. Food Swap. Da müssen wir drei oder mehr in einer Reihe auswählen. Hier haben wir drei. Wenn ich den hier nach oben ziehe, haben wir hier drei. Da haben wir drei. Da sind auch wieder direkt drei nebeneinander. Hier haben wir drei. 1 hour later. Ja, meiner Ansicht nach wirklich ein cooles Spiel. Hätte nicht gedacht, dass das ganze Game so komplex ist. Also, dass da so unfassbar viele andere Minigames noch in diesem Game schon drin sind. Von daher würde ich sagen, Pu, an der Stelle, ich mach mal die Lampe aus und... Willst du nicht schlafen? Der guckt mich an, wie ich damals, als meine Eltern meinten, nö, zweite Halbzeit Fußball brauchst du jetzt nicht mehr gucken, du gehst jetzt ins Bett. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Allerdings will ich an der Stelle dennoch das heutige Video jetzt beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch dieser zweite Teil von Mobile Mondays mit Luca gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr doll über einen Daumen hoch von euch unter dem Video hier freuen. Danke auch an Google Play, dass sie im Rahmen der Play-On-Kampagne auch dieses heutige Video hier gesponsert haben.
100 Ehrenpunkte an euch. Wir befinden uns hier nun allerdings auch in der Endcard des heutigen Videos. Und zwar ist hier einerseits das Video vom letzten Montag verlinkt, wo ich Dumb Ways to Die im Rahmen der Mobile Mondays mit Luca-Serie gespielt habe. Und hier ist auch ebenfalls das Spiel verlinkt, was ich heute gespielt habe, und zwar Puh. Das könnt ihr euch gerne runterladen, indem ihr hier auf das Logo draufklickt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für einen Score bei Skyhop erreichen könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt Mobile Mondays mit Luca.